Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge bauen wir hier überall ein bisschen weiter. Nachdem hier jetzt diese Flagge endlich hängt. Ich finde, die sieht sogar einigermaßen gut aus. Ja, man kann sich noch drüber streiten, hier einen 3D-Effekt reinzutun. Hängt sie aber auf jeden Fall auch schon mal ganz gut. Da hängt sie auch. Ich überlege gerade noch, es würde eigentlich Sinn machen, auch nochmal solche Lacken hängen zu lassen, so auf der Höhe von hier. Also zwei drüber, die natürlich hier auf der Außenseite auch sind, damit man einfach hier dieses Branding hat. So, ansonsten wäre es auch nochmal gut, da ein paar Steine zu platzieren tatsächlich. Ich baue sie mal hier so kurz hier oben drauf. Ich sehe hier nämlich tatsächlich nochmal eine Zweiermauer. Einfach um hier, obwohl, machen wir es gleich auf 3 hoch. Ups, hier lädt noch die letzte Lava. So, auf 3 hoch und jetzt hier einmal wieder runter. Da ist das nämlich hier soweit schon mal fertig. Da muss ich dann den Hügel vielleicht doch entfernen. Weiß ich noch nicht. Bin ich noch am überlegen. So, ansonsten sollte aber hier das Ganze weitergehen. Ich baue es jetzt einfach mal so ein bisschen querfeld ein. Ich glaube, am ehesten würde es ungefähr so Sinn machen, jetzt einfach mal zu bauen. Das ist jetzt die Frage, wie man das hier um die Ecke dann richtet. Ja, fraglich. Ach, da sollte ausgerechnet keiner hinkommen. Und es ist runtergefallen, okay. Gut, aber hier das alles dann nochmal irgendwie anpassen. Ich überlege gerade, wo es einfach gut ist, weiterzubauen. Ich glaube, auch nochmal so ein guter Punkt, den man hier nochmal nachvollziehen muss, so rum, ist ja, dass hier oben auch nochmal, hier soll ja ein Tor rein. Ist irgendwo ein Skelett in der Nähe. Weiß aber noch nicht, wo. Doch irgendwo in der Richtung nach unten. Hab's nicht gesehen. Kann ja aber gar nicht so weit weg sein. Nein. Ja, es muss sich da drin verstecken. Anderes kann ich schon wieder gar nicht richtig nachvollziehen. Aber quasi, dass es ja dann hier, ja, rausgeht. Lass das mal hier so ein bisschen ungefähr in dem Style. Ja, das gefällt mir. Ein Block davor nochmal so. So, dann habe ich hier auch nochmal den ein oder anderen Block dabei natürlich. So hier. Und natürlich auch Spitzhacke. Klar. Kann ich gar nicht. Habe ich gar nicht genügend Zeug dabei, um das hier hinzubauen. So, dann brauche ich einmal kurz. Mach mir hier gleich 3 und 1, 2, 3, 4. So. Laus ist auch wieder richtig da, wenn ich ihn gerade richtig gehört habe. Ist wohl wieder herteleportiert. Auch sehr angenehm. Ich sehe ihn gerade leider gar nicht. Gut. Aber dann kommt man hier oben auch nochmal hin und kann hier rein von der Theorie. Das praktisch muss dann umgesetzt werden, aber hier auch einfach wieder rauslaufen. Die Frage 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist auch wieder hier so eine 5er Geschichte. So, und dann heißt es hier oben wieder das Tor zubauen. Und das hier auch noch so kurz. Und das ist auf der Seite genauso. Dann hätte ich den Tunnel hier einmal durchgebaut. Ungefähr hier auf die Höhe. Das heißt, hier kann ich ein bisschen Erde reinhauen. Ja, das muss auch mal weg. Weil dann hier so ein Durchgang tatsächlich werden. Man gar nicht so richtig kennt, dass nun mal was anderes war. So, das heißt, ich baue das hier ungefähr, ja genau so. So, das hier auch noch. Ecke muss oben einmal weg. Das heißt, hier einmal kurz einfach entfernen. Auch kein Stress. Dann ist hier nämlich so dieser Tunnel gebaut. So. Genau. Ich mal kurz überlegen, muss ich bis hier hin? So, dann hätte der doch noch weggemusst und der kann auch wieder weg.
So, das war wieder ein Fehlklick von mir. So, das auch noch kurz so. Und hier noch das ganze linke und so weiter weg. Ich gehe jetzt bloß einmal schnell schlafen, bevor die ganzen Mobs spawnen. Dürfte jetzt eigentlich gleich als nächstes passieren. Ja, kann ich das Ganze ein bisschen umgehen. Wird dann wieder entspannter. So, da oben hin. So, das ist alles hier, was dann umgebaut werden soll. Lass hier auch nochmal an den Boden denken. Ja, bis hierhin. Quasi so dieses Eingangstor aus Steinen. Ja, ich glaube, das hat schon was. Irgendwo ist das ein bisschen dieser Style dabei, den ich da haben möchte. So, dann aber noch ein bisschen. Und dann klappt das eigentlich. Jetzt habe ich noch schnell nachgedacht. Okay. Ja, die ganzen Ziegel noch hier. So, das stimmt. Und jetzt hier noch kurz weg. Okay. So, dann passt das hier eigentlich auch wieder am Rand. Ich frage mich immer noch, die müssen ja eigentlich da in der Wand drin stecken. Eigentlich müsste man ja reinbuddeln, um zu schauen, was da sich so versteckt. Werde ich wahrscheinlich auch gleich noch machen. Also die sind ja rein von dem Verdacht der Geräuschkulisse dahinter. Irgendwo da. Anscheinend nicht. So. Hier nochmal hier so einen zweiten Versuch. Aber auch da finde ich keine. Könnten die weiter oben sein? Also ich könnte auch die Sounds anmachen, aber es wäre ja langweilig. Wird's leiser. Ist jetzt die Frage, ist es verrückt, einfach nach unten zu bauen? Eigentlich ja. Ich sehe da aber nichts. Ich mach's jetzt einfach mal trotzdem. Ah ja. Da haben wir sie ja. So, zwei weg. Ah ja. Ach ja, es ist ein Fenster. Gucken die raus. Na gut. Also Problem gelöst. So, das kann ich hier wieder zubauen. Ups, gefallen. Und mit Erde verdichten hier. Fällt das gar nicht so sehr auf hier ins Gewicht. So, grobe Erde habe ich auch noch ein bisschen. Ah, muss ja auch noch hier. Und wie ein bisschen. Gut. Ah, jetzt ist es ja ruhiger. In diese Höhle kommen. Ja. Auch wieder. Ah, ich möchte dem eigentlich ausweichen. Okay, jetzt mache ich mal kurz ein paar Meter. So. Und ich brenne. Ah, sehr sympathisch. Und ich habe keinen Wassereimer mehr. Ah. Sollte ich mich nochmal drum kümmern. Aber man soll ja dann hier oben hinkommen. Und dann leuchte ich das hier mal kurz ein bisschen aus. Auch cool. Ja, kommen wir hier rüber auf die Seite. Ah, nett. So, ich leuchte mal hier noch ein bisschen aus. Kommt man hier wahrscheinlich auch an so eine schöne Stelle. Ja, sieht wirklich hübsch aus. Naja. Wie schön. Ja, hier mit dem ganzen Wasser und so fort und so weiter. Ist auch gar nicht so. So. Abneigend. Ich find's hübsch. Ich find's einfach hübsch. So. Mein Schwert dürfte jetzt eigentlich bald kaputt gehen, wenn ich mir das schon so anschaue. Soll ich mal, hier ist auch noch meine Höhle. Ja, so ein Zombie, ein Creeper. Eigentlich alles da, worauf man jetzt nicht so die Lust hätte. Ah, der Creeper hat mich gesehen. Gut. Schau mal, was ist denn das da oben? Ist das Gravel? Tatsächlich, aber warum kann der denn an der Decke sein? Normales Experiment wäre tatsächlich, wenn ich eins abbaue. Ach, sobald man draufsteht, geht das nicht mehr, ne? Ja. Müsste eigentlich alles runterfallen. Klassischer Kies-Moment. Cool. Okay, dann wieder hierher. Also, man soll hier hochkommen. Das ist die Frage, funktioniert das überhaupt vom Winkel her? Schwierig. Da wird ein bisschen eine schiefe Geschichte, also mit so einem Treppenaufgang, aber... Also was funktioniert ist bis hier, ist eigentlich echt easy.
Und dann muss es, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass man mal sagt, okay, hier geht das jetzt mal so weiter. Also quasi hier mal so ein runter. Ich buddel es jetzt einfach mal kurz ein bisschen weg, damit man sich das dann auch vorstellen kann, wie ich es meine. Also das hier auch weg. Das hier auch. Ja, das geht dann hier noch so ein bisschen weiter nach unten. Bis ich dann irgendwann schlussendlich da unten auf die Höhe komme, wo ich hin wollte. So, das heißt, der kommt weg, das kommt auch weg. Spitzhacke ist schon wieder gleich kaputt. Ja, ungefähr hier die Höhe. Das ist, glaube ich, zum Anfallen gar nicht verkehrt gewesen. So. Genau. Und ein bisschen runter, dann kann man hier die Treppe hochgehen und hier dann so weiter. Das wäre doch eine Idee, die verhältnismäßig, glaube ich, sogar ganz hübsch aussehen könnte. So, hier Erde, Erde, Erde. Hier auch nochmal ein bisschen Erde und dann kommt man hier auf diese Treppe, 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 Treppe. Hier drei und dann nochmal hier so hoch. Ja. Dann muss ich mal hier nur schauen. Da macht es vielleicht auch Sinn, dass man hier so weiter geradeaus gehen könnte. Ja, ich forme jetzt erstmal so ein bisschen die Wege. Ja, also quasi hier gibt es dann auch noch mal einen Weg. Man kommt hier so gerade hoch. Dann hier so rüber und dann dahin. Ja, es funktioniert hier dann auch noch so einwandfrei. Hier. Das ist dann check. Jetzt bloß nicht mit Klaus kollidieren. So, das wäre aber auf jeden Fall eine Idee. Und der andere Weg, der hier hochgehen könnte, wäre einfach hier so. Aber da könnte ich mir nochmal Gedanken machen. Brauche ich dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen Holz. Ich muss mir die Treppe dann auch nochmal irgendwie verschönern. Ah, ich sehe auch gerade hier die Lücken, kann ich mal zumachen. Weiß auch nicht, ob ich das denn hier auch so auf Erde lasse oder ob das der dritte dann gleich so ist, dass man da hochgeht. Das ist jetzt nochmal mit Fragezeichen erstmal. So, ich laufe mal hier kurz so runter. Jetzt auch die Frage, ob ich die Erde hier so lasse. Aktuell ja, aber zukünftig könnte es eigentlich schon ein bisschen höherwertig sein. Also aus meiner Perspektive. Was ist denn hier unten eigentlich alles? Hier ist Wasser. Schnell darüber schwimmen. Ah, ein Skelett. Also ist mein Schwert auch bald kaputt. Aber es hätte mich interessiert, was hier drüben ist. Ah, Skelett. Die Antwort lautet Skelett. So. Okay. Ja, nett. Aber zum Wissen ist es gar nicht so verkehrt. Gut. Ah, dann wieder hier rüber. Ja, dann gibt es auf jeden Fall hier echt viel zu tun, um sich hier ein bisschen auszutoben im Detail. Verrückt. So. Ja, das hier würde hier alles dann auch nochmal umgebaut werden, ne? Für Erde und so weiter. Und das hier. Irgendwie störe ich tatsächlich diese drei Erdplätze hier, weil das dann nicht einheitlich so aussieht. Das wäre so auf einer Ebene. Gleiche hier. So kleine Details, die man eigentlich gar nicht beachten müsste, aber sie stören. Hier auch. Und das gleiche mache ich hier auch noch schnell. Dann schließt es immerhin so ein bisschen ab. Ah, wohl, das ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich besser. So, das heißt, die hier auch nochmal weg. Super, jetzt bin ich zufrieden. Ah, gut, das heißt, nochmal kurz Ressourcen sortieren und so fort und so weiter. Ah, ich habe einen Pfeil im Fuß. Ich hatte einen Pfeil im Fuß. Gut, und mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich aber auch erstmal wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao.